Vielleicht? Guten Morgen. Guten Morgen, was an? Wir beobachten dich schon die ganze Zeit alle. Echt? Ich bin hochkonzentriert gewesen, ja, das ist so, ne? Warum ist man denn hochkonzentriert am Morgen? Warum muss man konzentriert sein, wenn man seine Arbeit macht? Damit das vernünftig wird. Was ist? Und? Damit es auch gut aussieht und man nicht in den Gummi schneidet oder sonst was. Jo. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Made my day. Hashtag 20. Echt? Mhm. 20. Das war jetzt 2,5. 20. Nee, 20. So, wa? 20. Gut, wa? Ja. Beste Leben. 187 Straßenbahn hier. So. Auf jeden Fall, jo, was geht ab, meine Lieben, die Prinzen am Start hier. Wir haben hier ein Fahrzeug, was einem bekannten Künstler gehört. Eigentlich sogar. Ja, sehr bekannter junger Mann. Der junge Mann heißt Brudi 030. Hat auch schon ganz viele Erfolg-Hits mit ganz, ganz vielen verschiedenen Rappern, Features etc. Alles drum und dran. Der hat sich jetzt einen Audi A3 zugelegt. Und ja, will den ein bisschen verschönern. Ihm gefällt an sich persönlich die Farbe sehr, die blaue Farbe, die drauf ist. Er will einfach nur ein bisschen schönes Shadowline-Paket haben, so ein bisschen Akzente mit reinsetzen. Das heißt, alles was chrom ist, wird jetzt in komplett schwarz hochglänzend foliert. Ne, einmal das, einmal den Grill vorne, die Seiten an den Fenstern. Als Feature haben wir noch reingebracht, dass sie den Bremsattel rot lackiert haben, haben wir dann von uns selber aus noch gemacht. Und natürlich eine Pulverbeschichtung der Felgen. Natürlich nicht diese Felgen, es gibt noch andere Felgen, die original drauf fahren. Die wollte er dann auch gerne nochmal in schwarz mit haben. Haben wir ihn natürlich dann auch extra mitgemacht. Ne? So als Geste von uns natürlich, damit es auch alles vernünftig aussieht. Wenn, dann muss alles schön in schwarz sein. Es ist noch früh am Morgen. Ich bin noch nicht so fit. Ich muss gleich mal so ein Dings trinken. Ne? Ich zeige euch mal, was ich immer trinke am Morgen. Sehr gut. Ja, hier ist alles noch chrom. Ne? Hinten hat man so gut wie gar nichts, außer unten die Leiste. Chrom, die Audi-Ringe sind jetzt in schwarz glänzend auch ausgetauscht worden, vorne und hinten. Deswegen passt es ja nicht mehr, wenn das noch chrom ist. Wird auch noch schön in schwarz gemacht. Und dann kommen natürlich noch Folieprinz-Kennzeichen halt damit drauf. Und dann ist der junge Mann erstmal teilgeprinzt. Ja? Weil, wie gesagt, die Farbe gefällt mir sehr, wird er noch behalten. Und sobald er sich entscheidet, eine neue Farbe aufzumachen, kann er natürlich gerne vorbeischauen und machen wir eine neue Farbe auf. Ich trinke jetzt erstmal was. Ja, zeig mal, was du immer trinkst. Ist ein Movie. Hä? Ist ein Movie. Das ist richtig krass. Und es schmeckt nicht mal das Grüne. Oh, so aus Glas, wenn es runterfällt, platzt es. Sehen, wie ich schmeiße? Ich gehe mal in Deckung. Ich mache nicht mehr. Wenn ich es noch einmal mache, ist weg. Guck mal, wie schnell du siehst nicht. Hast du gesehen? Ja, nee. Ah, hast du gesehen, wie es geflogen ist? Ja, ganz kurz. Ja. Oh. Mach mal Zeitlupenmodus, damit die Leute sehen. Ich glaube, nicht mal dann sehen die. Dann bin ich immer auch zu schnell. So. Ich trinke mal einen Schluck hiervon. Eigentlich trinke ich immer die kleinen Flaschen komplett aus. Aber ich habe hier sehr schlaue Praktikanten, die ich zu Kaufland geschickt habe, die sollten mir das holen. Die hätten mir eigentlich die kleinen Flaschen holen sollen. Aber die haben dann so gerechnet. Guck, der Inhalt hier, wie viel ist hier? 750 Milli. Die andere hat einen Inhalt von 350 oder so. Mal 2. Ja, dann ist ja günstiger. Da haben die mir das geholt, weil die wollten mir 50 Cent einsparen. Lieb gemeint, coole Geste von denen, aber bringt mir nichts. Weil dieses Ding kann ich einfach wegexen. Jetzt muss ich mir Tassen holen, alles drum und dran, aus der Kaffeemaschine, aus der Tasse trinken. Oder ich trinke jetzt hier aus der Flasche, die ist hinter mir auch. Auf jeden Fall, das ist sehr gut, das hat Power, das gibt die Energie am frühen Morgen. Und das stärkt das Immunsystem, weil da ist drin, was ist denn hier drin? Bullshit ist hier drin. Stimmt. Matcha, Ingwer, Grünkohl, Birne, Spinat und Banane. Weißt du? Beim Geschmack muss man sich noch dran gewöhnen. Anfangs wird es euch bestimmt nicht schmecken, da gibt es noch andere Sorten. Aber ich trinke das gerne, weil einfach das, was nicht schmeckt, ist immer am gesündesten, oder? Mm. Und irgendwann habt ihr dann den Geschmack raus und dann gefällt euch das auch so, wie es ist. So, ich trinke noch ein paar Schlücke und dann mache ich hier weiter an den Wagen. Also muss heute noch raus. Bis gleich.
Das ist mein Bruder Brudi. Ayua. 030. Was geht ab, Leute? Ein sehr erfolgreicher Newcomer-Rapper. Oder du machst schon länger eigentlich, wa? Ich mach schon länger Musik, Bruder. Schon seit 4-5 Jahren professionell. Professioneller Rapper. Hat auch mit ganz, ganz vielen schon Features gehabt. Alhamdulillah, mit meinen ganzen Shabab. Mit Gringo, mit Capital Bra, mit Samra, meine ganzen Brüder. Und ja, man, auf jeden Fall richtig coole Musik. Könnt ihr gerne mal abchecken auch, ne? Brudi030 auf Instagram, überall vertreten. Wir verlinken unten auch mal kurz seinen Instagram-Account. Vielen, vielen Dank, Bruder. Könnt ihr ihn gerne abchecken. Geile Mucke macht er, richtig coole Musik. Deutschrap. Auf moderne Art und Weise. Auf ja? Champions League-Basis. Auf Champions League-Basis, ja. Auf jeden Fall, Bruder, dein Auto ist soweit fertig. Wir haben halt was Schönes draus gemacht. Weißt du, ja, Chef und ein Paket etc. Genau, Felgen in schwarz, Bremssessel in rot. Hammer, Bruder. Haben wir auch ein bisschen Carbon gedreht und so. Sehr, sehr schön. Ja? Du weißt, jetzt auf eure Qualität, Bruder, deswegen bin ich zu euch gekommen. Auch. Dankeschön, Bruder. Dankeschön. Das ist für uns wichtig. Die Qualität ist immer sehr wichtig. Auf jeden Fall. Da ist dein Pachstück. Ja, ganz anders. Ja. Ganz anders als der Silber. Stark, Bruder. Stark. Felgen sind komplett gepulvert, ne? Nicht lackiert. Pulverbeschichten ist was Besseres als lackiert. Ja, ja. Das wird richtig reingebrannt in die Felge. Der Lack ist wie original. Der alte Lack kommt komplett mit Chemiebad runter. Jetzt schön in schwarz, Bruder. Bruder. Also das wird nie abgehen. Du hast rasiert, Bruder. Ich ja? Auch, alles, was komisch haben wir in schwarz foliert. Ja, die Bremssätze in rot. Geil. Sticht schön heraus jetzt, oder? Sieht ganz anders aus als in Silber. Auf jeden Fall. Krass, oder? Gefällt mir sehr, Bruder. Vorne alles, was komisch, auch in schwarz. Audi-Ringe natürlich in schwarz. Folienprinz-Kennzeichenhalter haben wir es erstmal drauf gemacht, Bruder. Lass dich dran, Bruder. Ich danke dir, Bruder. Sehr, sehr bester gerne, Mann. Bruder. Aber sieht auch schön neutral aus, ne? Schöne neutrale natürlich, Farbe, natürlich, 3D-Kennzeichen. Bruder. Ja. Ist deine Augen. Sehr, sehr schön. Soweit eigentlich alles erledigt, Bruder. Hammer, Hammer. Gefällt dir, ja? Krass, Bruder. Gibt gleich eine andere Optik, oder? Ja, ganz anders, Bruder. Oder? Sofort, Silber, ne? Ja, ja, sieht ein bisschen sportlicher aus, weil mit Silber, Bruder, sieht ein bisschen normal aus. Ja. Mal gucken. Und wenn dir irgendwann deine Originalfarbe nicht mehr gefällt, sag Bescheid. Komm ich auf jeden Fall, Bruder. Machen wir dir irgendwas Schönes, Sportliches noch drauf. Auf jeden Fall. Jetzt bist du erstmal offiziell geprinzt, Bruder Herz. Danke für deine Arbeit, Bruder Herz. Gefällt mir sehr, Bruder. Folienprinz, checkt ab, kommt vorbei. Die Jungs haben sehr, sehr viel zu tun. Aber wenn ihr einen Termin kriegt, kommt vorbei, foliert euer Auto. Brutalste Qualität, Folienprinz, Brudi 030. Aigua. Und jetzt sage ich einfach nur Kapern los. Bam. Try your luck, test me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up, then that ass be poking up them jeans. I've been sparking up, like the fireworks, I keep the flame. Heard you barking up, this the wrong tree, I got the strings. Yeah, I'm charging up, they can't keep up, got them looking drained. Now they walking up, trying to put the face to the name. Pull up and I serve it. If a nigga try to holler, she gon' curve him. We came from under rugs like a Persian. We been staying in our lane, ain't no merging. Rap a nigga like a motherfucking turban. Yeah, these niggas all square like.